dann? Nein, das wollten die Leute, aber das haben sie noch immer nicht. Ah, schade. Zombie kann man erst spielen, wenn man Hunter und Outlaw auf Level 3 hat. Falls das auch schon probiert hat. Was bringt Oder denn das andere Leute. Leveln? Was hat man denn dadurch für Vorteile? Hat man da mehr Health oder wie ist das? Besseres Gewand, mehr Platz im Gewand. Das ist verschieden. Der Hunter zum Beispiel bekommt auf Level 3 Infected Needles. Die kannst dann werfen und Leute damit umbringen, wie es Bricks weiter auch werfen kannst, was ich aber ein bisschen schäbig finde, weil meistens braucht man zwei, drei Nadeln, um einen umzubringen. Man stirbt nach einer auch, aber das dauert eine Zeit lang. Okay. Aha, die werden da vergiftet. Ja. Der Level 3 Nomad spawnt mit einer Warmint, dann Fernglas, aber ohne Scope. Der Ranger spawnt, hat je mehr Level er hat, desto mehr Schüsse hält seine Gewandweste aus, also die Standardweste. Ah, das ist cool. Und spawnt, glaube ich, auch mit irgendeiner Waffe. Der Level 3 Outlaw hat eine Granate. Hat ein Blueprint für IED-Bomb, mit der er einen Haven sprengen kann oder einen Safe. Musst du halt erst einmal die Sachen finden. Das, weil da brauchst du zwei Granaten und lauter so sehr seltene Sachen. Ja, kann mir vorstellen. Ja, also sozusagen, was wir hier machen, wir treiben uns eigentlich die ganze Zeit an der Küste rum und machen einfach unnützen Mist. Ja, das ist PvP machen, das machen viele. Warte mal kurz. Was war das denn jetzt? Was ist los? Bist tot? Nee, hier atmet einer ganz laut in meinen. Ja, Nee. das bist du, da bist du durstig. Hast noch nicht lang genug gelebt. Ja, nimm die Fullcam mit, sorry. Ach du Scheiße, Kannst. ich habe mich jetzt erschreckt. Ich habe gedacht, hier ist einer, der mich erschrecken will und mich beobachtet. Kannst Vielleicht mit ist ja einer einer hinter dich. Fullcam mit Sprit drinnen und wenn du Zünder, also Matches hast, kannst du von Zombies, Hunde, Player, alles Mögliche anzünden. Einfach Aha. hinrennen und Ignite dementsprechend wollen. Bei wem hast du denn jetzt die Fuel kennengesehen? Bei dem, der streamt. Ich bin das. Wo war die denn jetzt? Ich hab hier. Ich frage mich nur, ob Ja, die ist das empty. Wo fühle ich nicht die denn wieder auf? Na, wieder ein bei einer Zombie. Tankstelle. Achso. Einfach hingehen, entweder doppelt die Fullcan drücken oder du scrollst auf viel Fullcan. Muss mich hier mal Wie viele Punkte verpissen. steigt man denn eigentlich Level? Ab 2000 Level 2, Aha. ab 5000 Level 3, mehr als 6000 geht immer. Na, Der dann brauche ich ja noch 1000. Hunter verliert ab Level 2 Punkte, wenn er stirbt. Survival ist Level 3 Aha. 500. Survival ist der Hunter, glaube ich, 100. Wie läuft da wer? Ja, nur 50. Scheißviecher. Was Wir auch misst Zombies in anders den ist, Gebäuden. Reset mit vielen Waffen kann man schlagen, aber das funkt eben. Schlagen? Wie geht das denn? Mit Ja, F das kannst du drauf wackeln, dann steht Melee rechts oben und mit der linken Maus schlagen. Der Double Barrel Shotgun, wenn du da F drückst, schießt beide Kugeln mit einem Schuss ab. Macht dann ein Ah, riesen Blutloch. das ist sexy. Der dein wie ein 50er. Tja, ich sehe hier niemanden. Jetzt die ganze Zeit beobachtet, aber Ach komm, scheiß, sterbe ich halt. Ja, Ja, wurscht. Cass. Jetzt haben wir unser eigenes Wikipedia. Naja, ich spiel das lang genug. Ja. Das ist ja gut. Wir spielen halt hier so ein paar Runden ab und zu mal immer wieder und testen mal wieder was Neues. Ja, wir hatten vorher mal auf dem anderen DayZ-Dingens eine eigene Scheune und so einen ganzen Mist. Da haben Ja, uns das war damals Hacker, bei ja. Daisy Epoch, Ja, bei Arma Epoch. 2 Mod. Arma 2, naja. Haben Habe die. ich auch gespielt, aber ich finde, das ist der beste Mod in Arma 3. Nur, man muss halt entweder viel lesen oder
lang spielen, bis man weiß, was abgeht. Ja. Oh, da vorne ist ein Auto. Mal sehen, ob da fährt. Ja, bestimmt nicht. Also, hier ist zwar ein abgestürzter Heli, aber. Ja, es gibt Autos, Helis. Hunter-Fahrzeug kennt sie aus Arma 3, den Polizei, auf Altis ist der Polizeiwagen meistens. Hatten wir den nicht mit der Gatling-Gun oben drauf? Kann sein. Na, Wir aber haben alles unbewaffnet. die Nur, es gehabt. gibt einen Ach, haben wir, Offroader, der ist ja. bewaffnet. Ah, und ein Wodnik, der kann schwimmen. Na, das ist der Strider. Das Auto sieht mir viel zu gesund aus. Das ist bestimmt eine Falle. Hier ist bestimmt wer. Ne, das Heli-Crash-Zeit, hier liegt nichts rum. Schade. Ja, und Helicrests sind auch meistens eigentlich nur im Landinneren. Ja, auf der Insel Belenogorsk hier ist ein ist jetzt guter einer. Lootplatz. Dann, wie gut kennen Sie die Tscherna-Map? Weil ich weiß nicht, wo das ist. Kennen Sie die zerbombte Kirche? Nicht hundertprozentig, Unter aber Novi ich. ist die, glaube ich. Also wir kennen uns am unteren Rand ziemlich gut aus, weil da öfter Ne, sterben. ich hab mich mal gut ausgekannt, aber das meiste habe ich wieder vergessen. Damals DayZ-Mod-Zeiten halt. Nein! Alles Ich kaputt. mag Tscherna nicht so wegen dem Charakter, dass ihm alle an der Küste spawnen, der Hauptloot nur im Landinneren ist. Ja. Es ist, wir wollten schon öfters die anderen Maps spielen, nur weil wir da halt nicht gewusst haben, wo wirklich was ist und dann einfach manchmal rumgerannt sind, stundenlang, ohne das was zu finden. Da haben wir uns dann hier entschieden, wo wir gewusst haben, wo die Action ist. Weil wir wollten gerne mal die anderen Maps ausprobieren, nur wenn man sich da einmal nicht auskennt und sich verläuft, dann Ich weiß ist speziell auf man Eseka, verlaufen. obwohl die sehr schön ist. Ersäcker, ja, das ist so ein bisschen diese Waldmap, richtig? Ja, die ist klein und wenn man die das erste Mal spielt und in der Wildnis, ja, wenn ihr spawnt, jedes Mal, wenn ihr einloggt, habt ihr rechts normal unten stehen, ihr seid kurz. Nur oft steht dann Wildnis und wenn man sich da einmal verläuft, ich bin da einmal gelaufen, ich glaube 1,5 Stunden und dann elendig krepiert. Ja, das ist es, da was man Ja, meint. Das das ist kennen dann. wir. Kesp? Klar, gerade ein paar Bandagen und ein Brick gefunden gehabt und ja. Kesp, bist du immer noch da unten? Ja. Bist du noch nicht zurückgeschwommen? Nö, ich bin Wenn hier. ihr viel Action wollt, ist Stratis auch was oder Fiersk oder der Nuhaven ist schon wieder ein bisschen größer. Es ist ein altes, ist ja auch so eine Riesenmap, wo man nicht Ja, unbedingt Altis weiß, ist wo auch was eine ist. Riesenmap. Altis hat halt den Vorteil, dass Arma 3 Grafik ist, ne? Weil Tscherna ist ja Ja. eigentlich unter Anführungszeichen noch Arma 2 Grafik. An. Alle Häuser begehbar fast und Was halt auch bei den anderen Maps ist, zum Beispiel jetzt, dass meistens wie nicht so auf so viele einem Spieler drauf Standbild sind. landen, ne? Ja. Ja, Tscherna. War nur ich das jetzt? Okay, ich wollte euch nur kurz helfen, aber ich werde wahrscheinlich wiederkommen und irgendwann mal mit euch zocken, ist ja Zeit. Ja, wäre Ja, super. das wäre cool, wenn du noch ein paar Leute mitbringst. Wäre super. Na, ich habe eigentlich eine Legion, nur das sind Kanadier, Amis und. Ach so. Ja, du kannst halt auch. Ist ja keine Voraussetzung, kannst halt so mit uns Die spielen. Kanadier. Du bist nicht mein Kumpel, mein Alter. Du bist nicht mein Alter, mein Freund. Du Ja, so bist doch kein Multikulti, ich glaube, Kumpel. ein Holländer ist dabei. Ja, ist ja gut. Wird bestimmt lustig mit den Akzenten. Dann lass mit mir Awesome, versuchen. Baus. Gold Standard. Ja, nee, Ja, super. Hat uns sehr geholfen, ehrlich. Sonst wünsche ich euch noch viel Spaß und eine gute Nacht dann später irgendwann. Nur. Warte, Ja. kannst du mal kurz warten? Ich habe jetzt hier die Jerrycam, wie fülle ich den jetzt auf? Einfach hingehen zu Dings und entweder Jerrycan doppelt drücken oder du scrollst das. Aus dem Inventar rausdrücken. Ja. Gehen Sie ins Inventar und drück doppelt die Jerrycan. Ach, Tatsache. Okay, danke. So isst man auch und trinkt man auch und ja, eigentlich die meisten. Du kannst doch das Inventar ein bisschen transparenter machen und zwar hast du unten so eine F5 da oder eine Help-Taste und rechts daneben ein kleines Feld. Wenn du das drückst, ist der Rucksack weg und es ist ein bisschen transparenter. Besser, wenn einer kommt.
falls du im Inventar bist. Welches Zeichen ist das? Ich sehe es. Ach, da glaube ich. Unten rechts neben Help. Unter der Pistole. Rechts daneben. Rechts, rechts. Hier ist Help. Hier die 5 oder was? Ja. Ah, okay. Ey, nur Shotguns hier. Na, vielleicht sollten wir uns mal auf den Weg nachs Inland machen und da bessere Sachen suchen. So richtig snipermäßige Scheiße. Wir müssen uns erstmal finden. Ja. Deli ist besser, kannst beides laden. Falls du es nicht genommen hast. Du kannst nämlich 8 Rounds und 2 Rounds laden. In die eine kannst nur die. Oh ja, ich sehe es gerade. Auf die Pinelli kannst du sogar Aimpoint-Visier draufgeben. Echt, echt super, finde ich sogar. Ist einer meiner Lieblingswaffen. Stell mit Slugs, da schießt dann auf 200 Meter mit einem Schuss ab. Hörst? Backshots nur auf kurze Distanz. Gut, ich muss. Ja, okay. Ja. Habt noch viel Spaß, hat mich gefreut. Ja, uns auch. Also, ciao. 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 User disconnected from your channel. Ja, der war doch mal gut. Ja. Wo bist du jetzt eigentlich? Hey, am Sterben wahrscheinlich jetzt. Schon wieder? Ich bin in. Bin ich in Elektro oder in Cherno? Eins von beiden. Ja, dann hast du nicht weit bis hierhin. Versuch mal hierher zu kommen. Haha, der war gut. Ich bin da, wo der Heli oben ist. Ah, dann in Cherno. Ist das gut oder schlecht? Ja, kommt drauf an. Meinst du, du überlebst bis hierhin? Dann werden wir sehen. Wie hat es jetzt nochmal funktioniert mit Auffüllen? Wie mit Auffüllen? Wasser? Wasser? Ja. Du hast irgendwie die Jerrycan gerade mit Wasser gefüllt, ne? Inventar, Doppelklick drauf. Achso, Inventar und dann Doppelklick drauf. Ja, aber muss ich dafür irgendwo sein, am Wasser oder so? Ja, wahrscheinlich, ne? Also für die Jerrycan muss ich neben der Zapfsäule sein. Ach ja. Sagt. Kann mir nicht vorstellen, dass du aus heiterem Himmel Wasser hier hoch sollst. Ja, wer weiß. Der geht doch nicht. Ja, da ist die scheiß Kirche. Sehr, komm. Kommen die alle raus, die Taliban. Der Bashkan. Noch gar nicht ins Spiel, ja? Warum nicht? Ich immer noch genervt bin. Mama mia, was ist denn los? Hat er gesagt, woher kommt er? Hast du mitgekriegt? Akzent her hat sich so ein bisschen, keine Ahnung. Schweiz angehört oder Sachsen oder was, ne? Sachsen doch nicht. Nee, nicht Sachsen, Österreicher. Ja. Mal kicken. Hoffentlich sterbe ich jetzt nicht. Ich will nicht sterben. Keine Lust zu sterben. Es sind nur noch 15 Spieler hier. Sind noch 15 zu viel. Wenn wir jetzt wieder zurück. Hat ja nur eine halbe Stunde dauern.